Gegen 14 Uhr kam es heute zu einem Unfall in Köln-Löwenich, bei dem die Feuerwehr Köln zwei Personen und zwei Hunde aus einem Randkanal retten musste. Laut Augenzeugenaussagen waren die Betroffenen mit ihren Hunden spazieren, als einer der beiden Hunde unter einem Sicherungszaun hindurchkletterte und aufgrund des steilen Abhangs in den Randkanal stürzte. Einer der Betroffenen versuchte, den Hund zu retten, verlor dabei jedoch das Gleichgewicht und stürzte selber in den Kanal. Gegen 14 Uhr ging ein Notruf in der Leitstelle der Feuerwehr ein. Eine Passantin meldete, dass zwei Personen in den Randkanal, den Kölner Randkanal in Köln-Löwenich gesprungen sind, gefallen wären, wie auch immer halt, und drohten zu ertrinken. Es ist dann ein Einsatz, gemäß dem Einsatzstichwort, Person im Wasser eröffnet worden. Das heißt, es wurden umfangreiche Kräfte, Sondereinheiten, zuständige Einheiten, Rettungsdienst, Hubschrauber, Echolot, Wasserrettungskräfte alarmiert und die Kräfte wurden an mehreren Punkten verteilt, weil damit zu rechnen war, dass aufgrund der Strömung die Personen sich weiter hätten fortbewegen können innerhalb des Kanals und möglicherweise eine Rettung an verschiedenen Stellen durchgeführt werden musste. Stellte sich dann vor Ort an der ersten Stelle raus, dass die Freiwillige Feuerwehr aus Löwenich die zwei Personen aus dem Wasser holen konnten. Sie konnten eine Leiter in den Kanal einbringen, sind mit Sicherung dann eingestiegen und haben beide Personen, eine 38-jährige Frau und einen 16-jährigen Jugendlicher, retten können. Außerdem noch den ersten Hund, der ebenfalls mit abgetrieben war, den konnten sie auch an Land bringen. Der zweite Hund, der größere schwarze Hund, trieb allerdings weiter ab innerhalb des Kanales und wurde dann einige hundert Meter weiter, stromabwärts, von weiteren Kräften der Berufsfeuerwehr aus Löwenich an Land gebracht, sodass zwei Hunde und zwei Personen gerettet werden konnten. Alle sind unverletzt. Die beiden Personen sind zur Sicherheit und zur Kontrolle in ein Krankenhaus transportiert worden. Die beiden Hunde wurden an Passanten übergeben. Wissen Sie, wie es zu dem Unfall kam? Eine Ursache ist mir nicht bekannt. Augenzeugen berichteten davon, dass die Personen in den Randkanal gefallen sind. Ob die Hunde zuerst oder zuerst die Personen reingefallen sind, ist derzeit unklar. Und wurden bei dem Unfall Personen verletzt? Nein, es wurden keine Personen verletzt. Die Personen waren unterkühlt, sie sind notärztlich untersucht worden, von Rettungsdienstkräften auch. Und äußerlich waren sie unverletzt. Und es wurde zuerst mal aus reinen Sicherheitsmasken und weiteren Untersuchungen wurden sie in Krankenhäuser gebracht. Es besteht allerdings derzeit kein Verdacht darauf, dass sie verletzt sind. Wie lange hat der Einsatz insgesamt gedauert? Der Einsatz hat insgesamt etwa eine Dreiviertelstunde gedauert, wobei die ersten Rettungsmaßnahmen ziemlich zügig eingeleitet werden konnten. Etwa 10 Minuten nach Einsatzalarmierung konnten die ersten beiden Personen schon an Land gebracht werden. Das ist eine ziemlich flotte Zeit.